Die 90er waren eine Blütezeit der Maskottchen-Plattformerspiele. Gefühlt jede Marke und jede Firma versuchte ihren Botschafter in Videospielform zu gießen. Unter anderem versuchte es auch die Getränkefirma 7up mit ihrem Maskottchen Spot. Als Kind habe ich die PC-Version hoch und runter gespielt und war begeistert. Aber wie sieht es heute aus und wie schlägt sich diese Version hier im Speziellen? Was taugt Q-Spot für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Virgin Interactive entwickelt und auch 1993 bei uns und in Nordamerika veröffentlicht. Andere Regionen gingen bei dieser Version leider leer aus. Jedoch ist das Spiel auch auf gefühlt allen gängigen Spielsystemen der Zeit erschienen. Unter anderem auf dem PC, Amiga und den Game Boy. Ihr spielt das namensgebende Maskottchen Spot. Er kann natürlich springen, klettern und zum Erledigen von den verschiedenen Feinden schießt ihr mit Kohlensäurebläschen um euch. Diese Geschosse könnt ihr aber immerhin in 8 verschiedene Richtungen verschleudern. Upgrades dafür oder ähnliches gibt es nicht und so konzentriert sich das Spiel eher nicht so auf revolutionär neue Gameplay-Aspekte. Das muss es aber natürlich auch nichts Falsches sein, denn das Geboten ist durchaus gut umgesetzt und das Spiel punktet vor allem mit seiner allgemeinen Atmosphäre. Die einzelnen Level sind alle sehr schön bunt und charmant gestaltet. Die Gegner passen immer zu den Umgebungen und die Bereiche sind auch nicht linear aufgebaut. Auf diese Weise laden die Level zum Erkunden ein und das müsst ihr auch. Ihr sammelt nämlich überall so kleine rote Punkte. Diese erhöhen euer Coolmeter und am Schluss eines jeden Levels müsst ihr eine bestimmte Anzahl erreicht haben, um es auch zu beenden. Die Bereiche sind dabei so großzügig und verwinkelt gestaltet, dass ihr euch auch schon mal in die Gefahr kommt, euch zu verlaufen. Glücklicherweise gibt es aber hier und da auch eine kleine Anzeige, wo der Weg weitergeht. Komplett verloren seid ihr also zum Glück nie. Bosskämpfe findet ihr in diesem Spiel vergeblich, aber dafür gibt es zwischendurch immer ein schönes Bonuslevel, in dem ihr dann extra Punkte sammeln könnt. Im späteren Spielverlauf versucht der Entwickler auch noch mehr Abwechslung hineinzubringen und so ist ein Level zum Beispiel eine Art Flipper mit verschiedenen Schrägen aufgebaut oder in einem anderen müsst ihr in einem Fluss von Plattform zu Plattform springen. Letzteres ist aber meiner Meinung nach nicht gut umgesetzt worden, da ihr dort oft ins Unbekannte springen müsst. Das ist alles okay, aber was wirklich zählt, ist wirklich die Atmosphäre der Level. So startet ihr zuerst am Strand, kämpft euch durch ein Pier und so weiter. Urlaubsstimmung ist also wirklich garantiert. Um das Spielgeschehen nach euren Bedürfnissen anzupassen, gibt es auch einen Easy Mode. Hier müsst ihr dann zum Beispiel weniger Punkte einsammeln. Passwörter oder ähnliches gibt es leider nicht. Technisch steht das Spiel echt gut da. Die Grafik ist farbenfroh und übersichtlich gestaltet. Andere Versionen mögen zwar eine bessere Übersicht bieten, aber das fällt hier beim Spiel nicht so sehr auf. Der Sound ist durchaus gelungen. Er bietet jetzt keine Ohrwürmer, aber untermalt das Spielgeschehen stets passend. Was taugt Q-Spot für den Game Gear also heute noch? Das Spiel an sich ist einer der besseren Maskottchen-Plattformer. Es kommt jetzt natürlich jetzt nicht an Mario und an Sonic heran, aber bietet durchaus gute Unterhaltung. Ich mag die Stimmung des Spieles und das Spiel an sich ist jetzt auf jeden Fall kein Must-Have-Titel für den Game Gear, aber es ist ein durchaus solider Titel für die Plattform. Das war der Test zu Q-Spot auf den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.